Stress. Wir können jetzt mal die Freitagsaufnahme machen. Genau, wir sagen schon mal Tschüss. Wir holen mal schon den Zollstock. So, Mahlzeit zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich stelle mich mal so hin, dass die Sonne nicht im Rücken ist. Das ist besser. Ja, wir machen gerade ein bisschen Pause auf dem Häckselplatz. Haben heute schon ein kleines bisschen was gemacht. Weide geschnitten, ein paar Obstbäume. Noch zum Ende der Saison, was so passieren muss, solange die noch nicht treiben. Ja, jetzt helfen wir einem Kollegen. Der hatte gestern geschrieben, dass es da ein Problem gibt in Berlin. Und das muss relativ flink passieren. Ja, da fahren wir jetzt dahin und haben zugesagt, dass wir das noch hinkriegen. Wie ihr seht, sind wir auf dem Häckselplatz. Wie ihr seht, liegt hier schon ein bisschen was. Schönes Wochenende. Danny sagt schon mal schönes Wochenende. Ich dachte, das ist die Freitagsaufnahme schon. Okay, schneiden wir raus. Cut! Nee, ein bisschen was müssen wir noch machen. Was haben wir denn heute? Mittwoch. So spät. Ja, Mittwoch. Danny hatte gerade einen Anrufer, der hat gesagt, morgen ist Freitag. Hat er gedacht? Hat er gehofft. Morgen ist Friday. Ist morgen Freitag? Auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Ich muss euch mal meine Special Brotbüchse zeigen. Wir wollen es auch alle sehen. Ah? Hast du Linchen geklaut, das Ding? Ja, meine war im Abwasch. Im Abwasch. So, jetzt machen wir hier ein kleines Mittagbrot. Da, wo ich beim letzten Mal auch begrüßt haben, wo wir gerade gegessen haben. Ja, aber da konnten wir nicht filmen. Da
auf dem Gelände. Das war ja hier von Telekommunikationsanbieter und so. Nur betreten mit Passierschein 38a. Und da haben wir mal nicht gefilmt. Wer weiß, ob die das mögen. Ich glaube, die mögen das nicht, wa? Ich glaube, die mögen das nicht. Genau, die mögen ja nicht. Die mochten nicht mal uns. Und das heißt schon was. So. Danny hat seine Arbeitsposition gefunden. Wie gesagt, ihr könnt mich abholen, wenn ihr heute mit allen fertig seid. Ich warte da wieder auf euch. Ja, wir haben ja gerade die Fische noch weggenommen. Jetzt hier ein Projekt, wo wir am... Wann waren wir denn hier? Montag, wa? Oder Dienstag? Dienstag. Ja, Dienstag hatten wir hier was gefällt. Das haben wir jetzt eben noch schnell mitgefräst, weil wir jetzt ein Projekt haben, wo eh noch gefräst werden muss. Haben wir gesagt, denn wenn wir die Fräse schon eben dabei haben, machen wir das gleich so mit. Ja, jetzt noch eine Schwarzkiefer, Henni, hast du gesagt, wa? Schwarzkiefer und dann ein total tolles Projekt. Tuya. Schon alle Freunde hier. Ja. Auf 2 Meter einkürzen. Die hat aber 7 oder 8 oder so, wa? Naja, ist wieder so ein Gemeinschaftsding. Wohneigentümergemeinschaft. Alle können sich überhaupt nicht einigen. Also die bessere Variante wäre auf jeden Fall weg und neu. Genau, jetzt schneiden wir einen Krippel aus. So, das war das, worauf sie sich einig haben am Ende. Kann man nicht sparen. Mehr als empfehlen kann man nicht. Naja, war jetzt schon die 2. Variante. Wir wurden mal von den Eigentümern selbst angefragt. Dann hieß es, wir sind uns alle noch nicht einig. Jetzt hat die Verwaltung selbst angefragt, weil wir für die ab und an mal arbeiten. Und jetzt machen wir das. Ja, nur nicht so, wie es gut wäre. Gut wäre fällen und neu pflanzen. Naja. Aber jetzt kommt erstmal Black Kiefer. Pinus nigra. Darf man das noch sagen? Das weiß ja nicht. Vielleicht müsste man das auch mal ändern. Pinus nigra ist eigentlich schon so grenzwertig. Ja? So. Da müssen wir mal mit den Botanikern reden. Ich werde so stehen bleiben. Ja, damit die mit dem Acker auch oben vorbeikommt. Na, kommen wir da, oder? Ja. Ja, da kommen wir vorbei. So, jetzt noch wunderschönes Wetter und schon haben wir Regen. Aber jetzt hat gerade mal aufgehört auf dem Weg hierher. Wo sind wir denn heute? Nachdem wir Heinzelmännchenmäßig bei schönem Wetter noch die Schwarzkiefer runtergenommen haben, das hatten wir danach erst neu gemacht. Irgendwas haben wir noch gemacht. Aber ich weiß nicht mehr was. So ist es dann zum Ende der Saison. Da weißt du nicht, was du gestern gemacht hast. Gut, aber wir sind hier in einem Naturpfad. Hier müssen ein paar tote Bäume umgeschmissen werden, die sonst auf dem Privatgrundstück zu kippen drohen. Die ziehen wir einfach nur um, zumindest zum Großteil. 1, 2 vielleicht muss ich klettern, müssen wir mal gucken. Ich zeige euch die mal. Sind hier komplett pilzbefallen, werde aber die Lichtverhältnissen jetzt nicht sehen, aber seht ihr nachher ja dann, wenn ich nie wieder vergesse, die Kamera einzuschalten.
Hier haben wir einen, der ist naja, nur noch ein Brocken halt, ne? Eigentlich ein Habitat. Naja, soll jetzt auf 3 Meter ungefähr runtergekürzt werden, genau wie der daneben. Hier in Ahorn und da haben wir noch 2 Birken, 2 Tote. Und da weiter hinten auch noch. Ja, Plan ist, hier ein paar Rollen anzuschlagen und dann die Dinger hier rein zu nieten. Also das Gebiet hier sieht echt für meinen Geschmack furchtbar aus. Hier ist immer nur umfallen, 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 liegen lassen. Zum Teil ist es für die Natur ja gut. Aber puh, ab mir wissen gerade. Naja, aber das muss ja jeder selber wissen, wie sie mit ihrem Gebiet hier umgehen. Also wenn es hier mal ein Feuer gibt, auf jeden Fall Eurio, wird abgehen wie Schmitz Katze. Hier sind wir schön am Stichkanal vom Kremmener See. Wunderbar. Ja, schon eine ziemlich geile Ecke hier. Hab viel Zeit meiner Kindheit hier verbracht. Die Großeltern, die haben hier gewohnt. Jetzt wohnen sie ja bei uns. Und deswegen waren wir als Kinder natürlich immer hier, Sommerferien hier verbracht und so weiter. Ja, schön am Kremmener Luch in der Nähe. Also wenn ihr mal da in der Ecke seid, könnt ihr ruhig mal vorbeifahren. Sehr schön, viele Störche und andere Tier, was sich hier rumtümmelt. So, jetzt werden wir erstmal alles anschlagen, alles fertig machen. Heute ist wieder dadfreier Freitag. Danach ist noch für einen Kollegen drin gekommen. Schnell 2 Fichten, nur runter, entsorgen tut er die selber. Und eigentlich müssen wir noch eine Robinie wegnehmen. Ich hoffe, wir schaffen das alles jetzt soweit wie geplant. Müssen mal gucken, ich hoffe auch das Wetter bleibt stabil. Denn letzten Endes hat keiner Bock, wieder Sondergenehmigung zu beantragen, nur weil wir nicht aus der Tasche gekommen sind. Die ersten Bäume sind weg, jetzt müssen wir, ja, umgeschmissen ist eigentlich alles, war Henrik, umgeschmissen ist alles. Umgeschmissen ist jetzt alles. Ja. Ja. Jetzt müssen wir noch eine Pappel klettern, der Boden ist hier zu weich. Die hat eine extreme Schräglage über ein ja, Carport, das soll aber restauriert werden. Sieht jetzt nicht mehr so toll aus, aber muss ja trotzdem nicht kaputt gehen. Ja, müssen wir das kurz abseilen, das Ding.
hatte kurz überlegt, das hier reinzuziehen, aber Hendrik hatte mit dem Bedenken recht. Bevor wir die Spannung haben, dass der hier rüberkommt, wird er wahrscheinlich vorher rausreißen. Und bei Pappel, wie wir wissen, da kann es dann mal ganz schnell gehen. Knickknack fällt er dahin, wo er will. Also machen wir das nicht. Ja, dann haben wir nur noch einen verpilzten Reststamm abzusetzen und dann sind wir hier schon wieder durch. Hat sich das schon mal geschissen für heute. Nachher mit ein Stück Stamm mit runter. Na, schöne Position suchen hier. Ja, hier sind wir durch, alles wieder aufgeladen. Jetzt zu den Fichten.
So, Tag war ein bisschen anders beendet worden jetzt als ursprünglich geplant. Wir haben plötzlich einen Anruf bekommen, dass der Dad im Büro zusammengebrochen ist. Wir haben dann noch die Fichten runtergenagelt im Schnellverfahren und haben dann aufgehört für heute. Ist aber wieder alles gut soweit. War irgendwie was kreislaufmäßig oder so. Ist jetzt noch nicht so ganz klar, aber im Moment sieht erstmal ganz gut aus wieder. So, Nase juckt schon wieder. So, aber ihr habt ja noch zwei, drei Themen, das habe ich ja auch auf Insta versprochen, noch anzusprechen. Das wollte ich natürlich auch machen. Also eins habe ich nicht angesprochen bei Insta. Aber das mache ich vielleicht heute noch, wo ich es gerade drehe. Es kam ein geiler Brief von einem jungen Fan. Der hat ein schnieket Bild gemalt. Ja, mega geil. Vielen, vielen Dank, haben wir uns richtig gefreut. Ja, so ja schon der neue Hacker drauf zu sehen und Kiefer, Fichte, bisschen Eiche. Alles Mögliche. Also richtig geil, richtig schön gemacht. Werde auch noch antworten, ist ein längerer Brief dazu. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Das ganze Team bedankt sich auf jeden Fall dafür. Also wenn so eine Sachen sind, da, ja, da freut man sich halt einfach. Dann gerade die jungen Leute sind es ja, die man auch so ein bisschen erreichen möchte. Vielleicht, dass die sich dann später auch mal für den Job entscheiden. Man weiß es ja nicht. Ja, also da werde ich mir auf jeden Fall ranmachen, den Brief noch zu beantworten. Ja, wie ihr ja festgestellt habt hier, frisch onduliert. Wer uns schon länger verfolgt, weiß es ja. Meine Schwägerin, also die Frau von Henrik, die hat ja einen Friseurladen. Und da haben wir uns jetzt die Woche noch im Familienverbund wieder zusammengetan. Wir machen ja immer Familienfriseurtermin, nur diesmal bei uns zu Hause. Haben das noch fertig gemacht, denn die wird ja die nächsten Wochen wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit für uns haben. Das heißt wahrscheinlich, das ist auf jeden Fall schon fest, auch bei ihr, das hat ja jeder mitbekommen, wie bei den Friseurläden so lief. Da ist das Telefon natürlich heiß gelaufen und jetzt gilt es erstmal, die nächsten Wochen Kunden zu bedienen, die seit Monaten auf Termine warten. Denn ab morgen darf sie ja offiziell wieder aufmachen. Ja, deswegen wieder frische Schoren und der Rasierer, den habe ich auch mal ausgepackt, dass man mal wieder ein bisschen nach Mensch aussieht. So, aber jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema. Das ist interessant und zwar geht es um die Transporte der Akkus. Schon vor, naja, locker 2 Jahren gab es nochmal ein Gespräch mit dem Carsten Beinhoff. Da hat der in einem Seminar sogar darauf hingewiesen, oder es war außerhalb danach, weiß ich nicht mehr ganz genau, wo es aber um den Transport von den ganzen Akkus ging. Gibt ja Punkte, so ein Punktekatalog, wie viel Benzin darfst du im geschlossenen Raum und nicht abgeschlossen zum Fahrerraum und so weiter überhaupt transportieren. Und dieses Punktesystem gibt es noch nicht so ganz, aber auch für Akkus. Also da wollten sie zumindest was sich einfallen lassen, weil die natürlich auch in Gefahren gut sind. Und da sind die aktuellen Möglichkeiten, wie man Akkus transportieren kann, halt alle noch nicht so, wie sich das die BG vorgestellt hat. Da hieß es schon, die Hersteller müssen sich mal beimachen und sich was überlegen dazu. Husqvarna hat das jetzt gemacht. Da steht die Kamera gerade drauf und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Das ist die neue Akkukiste von Husqvarna, wie die das jetzt gelöst haben. Da ist er. Also, ich kann mich noch grob erinnern an das Gespräch damals. Ich denke mal, deswegen werden sie es jetzt auch so gelöst haben, wie sie es gelöst haben. Ich weiß, dass eine Alukiste aufgrund der elektrischen Leitung nicht gewünscht war. Die mussten erschütterungsfrei sein und halt nicht leitend. Das hat uns gerade so gelöst, dass sie eine Holzkiste genommen haben und Alu nur außenrum zur Stabilisierung. Und dass das Ganze erschütterungsfrei ist, ist das gepolstert. Halte ich erstmal für eine gute Idee, vom Stylischen her. Naja, das könnt ihr selbst beurteilen. Ich finde es relativ geil. Hat schon was. Nachteil ist natürlich, dass immer nur 3 Akkus reinpassen. Mit einem Mal. Ich weiß nicht, was die Kiste jetzt im Verkauf kosten wird. Das wird sich ja in den nächsten Tagen
denn feststellen lassen, vielleicht kann ich im nächsten Video dazu schon mehr sagen, dass man, ja, denn auf jeden Fall, denke ich mal, zwei Kisten davon im Normalbetrieb, wenn man jetzt zwei Akkusägen oder so zum Laufen hat, dass man die dann auch gut unterbringen kann. Von der Kapazität her ist es ja dann in etwa genauso groß wie die vorherige Kiste, die ihr ja auch von uns kennt, ne? Die Plastikkiste, wo die Akkus eigentlich drin sind, bisher. Jo, irgendwas wollte ich noch erzählen, aber mir fällt es nicht mehr ein. Ja, so viel erstmal dazu. Also da wird es auf jeden Fall auch noch spannend. Mal gucken, was sich da noch alle tut. Denn ja, die Sache, die entwickelt sich ja langsam immer mehr. Aber das ist ja nur auch schon kein Geheimnis mehr. Ich habe es im letzten Video schon erwähnt. Wir kommen ja langsam dem 1. März näher. Das heißt also, im nächsten Video wird es dann auch schon um die Ego-Säge gehen. Da darf ich ja offiziell dann drüber sprechen und das werden wir auch machen. Wenn ich die Zeit habe nächste Woche, werden wir auch schon den direkten Vergleich machen zwischen den anderen gängigen Akkusägen, die hier so rumfliegen. Und dann können wir dazu mal ein bisschen was erzählen. Also, das ist ja von Ego, die neue professionelle Top-Händelsäge. Das haben ja einige mittlerweile, die pfiffig waren, schon mitbekommen. Ich habe ja auch immer so ein kleines Easter Egg versteckt. Das heißt, manchmal war die so ein bisschen links oder rechts zu sehen. Also, wenn du da relativ zeitig auf die Stopptaste gedrückt hast, dann hast du ja auch gesehen, um welche Säge es geht. Wenn man sich überhaupt mit der Firma erstmal beschäftigt hat. Ja, das ist ein Thema. Das andere Thema ist das Protos BT-Com. Darüber würde ich dann ein paar Worte verlieren, schon vorab. Besser als wir dachten, aber mit Mängeln. Aber die haben sie ja alle. Ich werde mal die Bluetooth-Systeme allgemein gegen das PMR-System von Peltor stellen, was die Für- und Wider-Geschichten sind. Ich habe mich extra mal mit Leuten unterhalten, die zum Beispiel auch das Sennheiser-System haben, um mal festzustellen, ob gewisse Sachen, die uns aufgefallen sind, auch bei anderen Bluetooth-Systemen auftauchen. Das hat sich auch so bestätigt. Ja, gut, aber ich will da jetzt ja nicht weiter spoilern. Darauf kommen wir nächste Woche dann, wenn wir dann das alles mal ein bisschen komplett auseinandernehmen. Okay, bin jetzt echt am Überlegen, ob man da mehrere Videos draus macht. Wird wahrscheinlich dann so sein. Müssen wir mal gucken, wie wir es von der Zeit her hinkriegen. Vielleicht gibt es dann nächste Woche so ja mal wieder zwei Videos. Ich weiß, einige würden sich freuen. Aber das kann ich alles noch nicht so versprechen. Wir werden es sehen. Es gibt viele Themen, die wir jetzt aufzuarbeiten haben, auf jeden Fall, weil wir ja nun einiges im Test hatten, wo wir auch definitiv auch einiges darüber erzählen möchten, was die Hersteller auch dringend auf jeden Fall die Info brauchen. Die kriegen die Info natürlich noch vorab. Und ja, so sieht es dann erstmal aus. Da wir heute relativ spontan abbrechen mussten, ist das ganze Team jetzt natürlich nicht mehr da zum Tschüss sagen. Aber wie gesagt, dem Dad jetzt soweit erstmal wieder gut. Den wird er nächste Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch wieder im Video sehen, ganz normal. Und ja, hoffen wir mal, dass es nicht ernsthaftet war. Alles Klärchen. Wir sehen uns dann spätestens nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt stabil. Abonnieren nicht vergessen, liken, wenn es euch gefallen hat. Also, bis dann. Tschö, tschö.